Matthias Eickhoff von der Initiative SOFA, sofortiger Atomausstieg hier in Münster. Wir beschäftigen uns mit den Atomanlagen in der Region, der Atompolitik. Wir sind eine freie Initiative und treffen uns immer im Umwelthaus. Also Münster hat ja eine sehr lange Anti-Atom-Tradition und SOFA hat sich 2005 gegründet. Das ist hervorgegangen aus einer Gruppe, die nannte sich WIGA, Widerstand gegen Atomanlagen. Die wiederum sind hervorgegangen aus einer Gruppe, die nannte sich HAMM-Gruppe, weil direkt nach Tschernobyl war der stillgelegte Reaktor, der damals noch lief in Hamm-Üntrop, ein großer Fokus. Also das heißt, es gibt also eine Tradition, Anti-Atom-Tradition von über 35 Jahren inzwischen. Ja, Münster lebt leider in der Nähe eines großen Atomclusters. Also hier ist von Atomausstieg überhaupt nichts zu sehen. Das Atomkraftwerk Lingen ist gerade wieder ans Netz gegangen, obwohl man Risse gefunden hat bei der Revision. Die Urananreicherungsanlage in Gronau ist einer der weltweit größten Produzenten für angereichertes Uran. Das ist der Brennstoff, den ich brauche für Brennstäbe. Und aus Gronau werden halt Kunden in der ganzen Welt beliefert, fast jedes 10. Atomkraftwerk weltweit. Das ist wirklich Big Business. Und auch die Brennelementefabrik in Lingen ist bundesweit einzigartig und beliefert halt unter anderem Schrottreaktoren wie Tihange und Doel in Belgien. Das sind also schon sehr, sehr gefährliche und sehr zentrale, europaweit und international zentrale Atomanlagen. Ja, das mit dem Export ist genau das Problem, weil auf der einen Seite beliefert auch Gronau die Urananreicherungsanlage auch diese Schrottreaktoren Tihange und Doel mit angereichertem Uran zum Beispiel. In Gronau wird die Hälfte des Urans in die USA geliefert und die USA hat momentan große Pläne, auch im militärischen Sektor Urananreicherung nutzbar zu machen. Das finden wir ganz brisant, weil das immer gesagt wurde, Urananreicherung ist zivil. Aber das US-Verteidigungsministerium hat da ganz andere Pläne. Und bei dem Atommüll setzt sich das halt fort. Anstatt den Atommüll, der hier produziert wird, auch hier sicher zu entsorgen, wird er nach Russland exportiert, den Menschen dort einfach auf die Wiese gelegt, in geschlossenen Atomstätten aus sowjetischer Zeit. Das ist absolut unverantwortlich. Wer seinen Atommüll hier produziert, muss ihn auch hier entsorgen. Und wer das nicht kann oder nicht will, muss die Atomanlage eben stilllegen. Und deswegen fordern wir die Stilllegung der Urananreicherungsanlage, und zwar sofort. Also wirklich wichtig waren natürlich der große Castortransport nach Ahaus, Zwischenlager 1998. Aber wir haben es auch 2009 geschafft, die Uranmüllexporte von Russland zusammen mit den russischen Initiativen und niederländischen Initiativen für 10 Jahre zu stoppen. Das war wirklich ein großer Erfolg, weil wir sind ja alle auch nur kleine Initiativen, keine Massenproteste. Und wir haben jetzt in jüngster Zeit geschafft, dass die Brennelementexporte und die Uranexporte von Gronau wirklich auch bundesweit Thema werden. Das sind schon wirklich wichtige Etappen auf dem Weg zum Atomausstieg. Denn nochmal, solange die Urananreicherung in Gronau läuft und die Brennelementefertigung in Lingen und das AKW dort, gibt es keinen Atomausstieg. Ja, das war ja Ende März, Anfang April und zu der Zeit war ja sozusagen in der öffentlichen Meinung oder in der Veröffentlichkeit stand der Eindruck, man dürfte eigentlich gar nicht in Corona-Zeiten demonstrieren. Und wir haben uns dann Gedanken gemacht, wie kann ein Konzept aussehen, um das halt mit Infektionsschutzmaßnahmen hinzubekommen. Haben dann gesagt, okay, Mundschutzmasken, Abstand halten, das sind Sachen, die wir auch anbieten können. Und wir haben das dann im Gespräch mit der Stadt und nachdem es dort erstmal nicht gelang, zweimal vom Verwaltungsgericht in Münster durchgesetzt. Und das ist heute im Prinzip ja auch ein bisschen der Maßstab geworden mit diesen Abstandsregeln, Mundschutz. Ne, die Klimakrise legt ja keine Corona-Pause ein. Und deswegen war uns das ganz wichtig, Konzepte zu entwickeln, um auch jetzt einfach auf die Straße gehen zu können. Und da sind wir sehr froh, dass wir das durchgesetzt haben.
Ja, also wir arbeiten natürlich weiter daran, den Atomausstieg umzusetzen mit den drei großen Atomanlagen. Hier wirklich sehr schweres Pflaster. Da freuen wir uns über jede Unterstützung. Und wir arbeiten aber auch sehr eng mit den Klimainitiativen zusammen, weil wir haben es ja mit denselben Konzernen zu tun. Also dieselbe RWE, die im Tagebau Hambach und Garzweiler tätig ist, ist auch die RWE, die das AKW Lingen betreibt und Urananreicherung in Gronau macht. Und Uniper in Datteln ist gleichzeitig in Skandinavien auch ein Atomkonzern. Also das ist nicht ein reines Kohleunternehmen. Von daher, das ist für uns ganz wichtig, diese Zusammenarbeit zu fördern, weil wir es einfach uns nicht leisten können, uns in Kohle- und Atomgegner aufsplitten zu lassen. Und wer teilnehmen möchte, wir treffen uns, wie gesagt, im Umwelthaus hier in Münster zum Sandestraße. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen. Und wer mitmachen will, ist herzlich willkommen.